Warum habe ich heute das Thema gewählt? Ziele, Prioritäten setzen und wirklich in die Handlung kommen. Weil am Anfang des Jahres, da machen wir immer einen Ziele-Workshop oder im Dezember, je nachdem, Dezember und Januar. Und dann fragen wir, hey, was wollt ihr denn dieses Jahr alles erreichen? Und viele haben große Ziele. So, und wenn wir jetzt mal eine Wasserstandsmeldung bekommen, wir sind ja mit vielen immer direkt am Rückkoppeln, hey, wo steht ihr gerade, was macht euer Unternehmensentwicklungsprozess, euer Programm? Dann kriegen wir oft die Rückmeldung, ja, aber dann müssen wir noch ein bisschen schrauben, dann müssen wir noch ein bisschen dran feilen. Und das ist auch ganz gut so, weil Ziele, die wir alle erreichen, die sind vermutlich immer viel zu niedrig gesteckt. Ja. Deswegen, Ziele müssen groß sein, damit wir immer ja, Lust haben auf mehr Action, auf mehr Handlung. Aber wenn wir jetzt ab dem 1.10. mal schauen, dann haben wir das letzte Quartal vor uns. Die letzten 90 Tage des Jahres. Und meines Erachtens kann man in 90 Tagen fast alles erreichen. Wenn man 90 Tage diszipliniert, wenn man 90 Tage wirklich mit Windstärke 2 auch nach vorne marschiert und die Prioritäten richtig setzt, dann kann man noch wahnsinnig viel auf den Schreibtisch gerade bügeln, dann kann man noch wahnsinnig viel mehr Umsatz schaffen. Viele von euch arbeiten hart, viele von euch arbeiten von morgens bis spät abends richtig unermüdlich. Aber einige treten dennoch auf der Stelle. Hier in diesem Raum ganz, ganz wenige, die meisten sind ja die Fortgeschrittenen unter uns. Aber wenn ich mir den durchschnittlichen deutschen Geschäftsführer anschaue, im Mittelstand, durchschnittliches Unternehmen, 5 Mitarbeiter, vielleicht manchmal 10, die arbeiten Tag ein, Tag aus, aber irgendwo kommt einem das so vor, als ob es nicht richtig vorangeht. Wie viele von euch geht es denn manchmal auch so? Man arbeitet wie ein Berserker, also wie so ein Tier, aber man hat das Gefühl, so richtig geht das nicht voran. Schaut mal her. Mir geht das übrigens, by the way, ganz genauso. Ja? Ich glaube, das ist auch eine gute Eigenschaft, dann sind wir alle ungeduldig. Nächste Frage. Wie viele von euch sagen denn, ich liebe wirklich meinen Job? Okay, ja, dann arbeitet ihr nicht hart genug. Spaß. Aber manchmal geht einer natürlich auf den Sender, wenn man richtig Vollstoff gibt. Dann braucht man auch eine Pause und ich glaube, das gehört auch dazu. Am Ende des Tages ist es wichtig, immer den Fokus zu halten auf die Ziele. Am Ende des Tages ist es wichtig, wirklich auf sich zu fahren mit den Zielen, damit man ganz genau weiß, welcher Schritt kommt nacheinander. Wenn ich dazu eine Analogie zum Bild suchen müsste, dann würde ich an einen Bus denken. Ja, viele Unternehmer, die steigen in einen Bus ein und der Bus fährt los, aber ohne Ziel. Der Bus fährt los, aber ohne Ziel. Und die meisten Unternehmer sind erstmal zufrieden, sind erstmal glücklich, weil der Bus, der fährt ja. Ja, es geht ja voran. Also irgendwo, wir bewegen uns ja. Und das ist eigentlich nichts anderes wie routinemäßig abarbeiten, Leute. Aber irgendwann geht einem das dann auch wieder auf den Senkel, weil man merkt, der Bus, der fährt ganze Zeit im Kreis. Und irgendwo hält er ja nie an. Und wir verpassen immer wieder die Ausfahrt. Bei einigen fährt der Bus ja nicht nur im Kreis, bei einigen fährt er auch komplett in die falsche Richtung. Und das auch mit Vollgas. Wenn man Märkten hinterherrennt, die gar keine Zukunft haben. Wenn man Mitarbeiter einstellt, wo man weiß, eigentlich taugen die nichts, aber wir stellen trotzdem ein. Wenn man sich mit Kunden abgibt, wo man weiß, eigentlich mag ich den nicht. Der drückt den Preis, der bezahlt schlecht, aber wir nehmen ihn nie wieder beim nächsten Mal an. Das bedeutet, wir müssen unsere Endstation wissen. Wir müssen wissen, wo wollen wir denn anhalten, wo wollen wir aussteigen und in welchen Bus steige ich dann danach ein. Und damit rede ich jetzt von den Zielen bei euch. Wir setzen uns jedes Jahr zusammen. Im Beispiel nächste Woche setze ich mich wieder mit meinen Inner Circle zusammen von Mission Mittelstand. Mit Aumann Grün mache ich das ein paar Wochen später und dann nehmen wir uns 2, 3 Tage Zeit. Da sind wir auch nicht im Unternehmen. Das sind unsere Dream Days, Traumtage. Und genau in diesen Dream Days, da fahren wir an inspirierenden Orten. Entweder hoch auf dem Berg für die Weitsicht oder irgendwo am Meer, am großen See, damit man auch eine Weitsicht hat. Und da schließen wir uns 2, 3 Tage ein und dann arbeiten wir die Ziele für die nächsten 12 Monate aus, also für das kommende Jahr. Da gehen wir die ersten Strategien durch, die ersten Taktiken, müssen wir neue Produkte haben,
Wie ist das Feedback unserer Partnerbetriebe im Beispiel dieses Jahr gewesen? Was müssen wir weiterentwickeln? Wie können wir die Wertschöpfungskette erweitern? Und wenn wir uns da eine grobe Struktur gemacht haben, dann bringen wir das am Ende des Jahres wirklich auf einen großen Handlungsplan. Das ist unsere Zielliste, die hängt auch mitten im Büro. Und wir besprechen das mit dem gesamten Team. Wir machen das jetzt schon ein bisschen früher, weil A, wir setzen uns mit dem Inner Circle von Mission Mittelstand, mit den Führungskräften zusammen. Da fahren wir nächste Woche nach Berlin. Und dann kommunizieren wir das schon am Ende des Monats auf unserem Camp. Da fahren wir mit den gesamten Mitarbeitern, mit über 120 Leuten, in ein großes Camp und dann bleiben wir dann gesamtes Wochenende und dann besprechen wir dort die Ziele. Und dann arbeiten wir natürlich ab. Und die meisten von euch, die setzen sich, wenn, dann am Anfang des Jahres, hier sollte das erste Learning da sein, am Anfang des Jahres hin und schreiben ihre Ziele auf, kommunizieren das nicht wirklich mit dem Team und drittens lassen die dann in der Schublade liegen und gleichen das dann am Ende des Jahres ab.